Professor Weder, der Klinikdirektor der Thoraxchirurgie. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, an diesem ersten Sommertag eigentlich oder Frühsommertag zu Ihnen sprechen zu können, zu einem Thema, das mich seit vielen, vielen Jahren fasziniert. Und ehrlich gesagt würde ich am liebsten 2 Stunden über das Thema sprechen, aber das würde Ihnen nicht gefallen und meinen Kollegen erst recht nicht. Ich spreche heute über die personalisierte Operationsstrategie beim Lungenkrebs. Und was ist dann damit gemeint? Das ist animiert. Okay. Wenn der Chirurge ein Problem hat, dann sucht er dafür eine chirurgische Lösung, sofern es indiziert ist, und überlegt sich, wie löse ich jetzt das chirurgisch. Viele denken, Lungenkrebs ist Lungenkrebs und eine Operation ist eine Operation und dann nimmt man das einfach raus und dann ist das wieder gut. Die Situation ist sehr viel komplexer. Lungenkrebs ist vollkommen unterschiedlich in der Präsentation. Das Stadium ist unterschiedlich, aber auch das biologische Verhalten, die Aggressivität ist unterschiedlich. Und wir operieren ja nicht nur einen Krebs, sondern einen Patienten. Wir müssen die Patientenaspekte auch betrachten. Wenn wir dann eine chirurgische Lösung dazu suchen, dann können wir Teile der Lunge, einen Lungenlappen, die ganze Lunge oder ein Segment entfernen. Wir können erweitert operieren, das heißt, wir nehmen noch Teile, zum Beispiel vom Herz oder von den Rippen weg, wenn das befallen ist. Gewisse Sachen kann man rekonstruieren, wir können zum Beispiel einen Lungenlappen wieder annähen, wie bei einer Transplantation. Und es gehört immer dazu, die Lymphknoten entfernen. Zum Teil brauchen wir sehr große Schnitte, für das offene Vorgehen. Aber sehr oft können wir minimalinvasiv operieren, zum Teil mit Hilfe eines Roboters oder Thorakoskopie. Und in dieser ganzen Palette von Überlegungen bewegen wir uns und ich zeige Ihnen 2, 3 ganz kleine Ausschnitte dazu. In den letzten Jahren hat sich die Behandlung eines Lungenkrebs, und wenn Sie hier so die Situation sehen, bei diesem Patienten, enorm verbessert. Und zwar, weil es sich auf allen Ebenen Verbesserungen gegeben hat. Wir sind in der Diagnostik, bildgebenden Diagnostik, enorm viel weiter. Wir können sehr viel schonender und präziser operieren. Die medizinische Behandlung hat grandiose Fortschritte gemacht, Sie werden es hören. Die Radioonkologie, nachher wird Professor Guckenberger sprechen, sehr, sehr viel mehr. Sie haben gesehen von Herrn Franzen, was es für Möglichkeiten in der Diagnostik gibt, durch die Atemwege zuzugehen. Und wir können auch allerhand für Sachen rekonstruieren. Ich zeige Ihnen im ersten Teil das Vorgehen bei den frühen Stadien und dann im zweiten Teil, wo die Situation eben sehr komplex ist. Und ich mache das je am Beispiel. Das ist ein typisches Röntgenbild bei einem 70-jährigen Patienten, der geraucht hat. Und Sie sehen hier den Rundherd sehr deutlich, der ist nämlich hier unten im unteren Lungenlappen. Warum ist es im unteren Lungenlappen? Sie sehen hier eine feine Linie, das grenzt die beiden Lungenlappen aus. Wir schauen dann die Bilder ganz genau durch, sind Lymphknoten verändert oder nicht? Und ganz wichtig ist die Darstellung über das PET, wo der Zuckerstoffwechsel den Tumor hell aufleuchten lässt. Das ist nicht so spannend für uns. Wir wollen sehen, dass es nirgendwo anders aufleuchtet. Dann hat es nämlich mit höchster Wahrscheinlichkeit keine Metastasen. Und dann gehen wir chirurgisch vor. In dieser Situation wissen wir, wenn das so ist und nichts anderes, nehmen wir den Lungenlappen weg. Das ist auf der linken Seite, hat es 2, den unteren Lungenlappen. Und in der heutigen Zeit machen wir diese Operationen in 70-80% minimalinvasiv. Das heißt, wir haben ganz kleine Öffnungen, der Chirurg schaut auf den Bildschirm und über diese anderen Öffnungen, die Sie hier sehen, operiert er. Wir haben da einige Instrumente, die ganz genau dazu passen. Ein wichtiges Instrument ist so ein Klammerschneidegerät, da können wir die Blutgefäße zum Beispiel einklemmen und dann diesen Hebel bedienen und dann wird das ganz dicht verschlossen und in der Mitte durchtrennt. Ich zeige Ihnen das jetzt da in
einem kleinen Video. So sieht der Chirurge dann, wenn er das präpariert hat, die Situation. Sie sehen hier die Darstellung der Lungenarterie, die zum Unterlappen gehen. Diese Gefäße haben eine ganz dünne Wand und sind sicher daumengroß. Und etwa ein Viertel des Blutvolumens geht hier durch, weil die Hälfte geht auf die andere Seite, halt zum Oberlappen. Das macht etwa ein Viertel. Es ist darum ganz entscheidend, dass Sie sehr präzise präparieren. Und jetzt, ja, ich glaube, der Film funktioniert. Das ist ein bisschen bedauerlich. Ich hätte Ihnen jetzt gerne gezeigt, dass wie dieses Klammerschneidegerät hier diese Arterie durchtrennt, und dann sehen wir hier diese durchtrennten Gefäße, wie man dies minimalinvasiv machen kann. Es ist gar nicht außergewöhnlich, dass Patienten nach 3 bis 5 Tagen bereits nach Hause gehen. Und wir bekommen dann die Gewebeproben untersucht und machen dann am Schluss eine genaue Analyse, wo wir die Tumorgröße bestimmen, die Lymphknoten, das N steht für Nodulus der Lymphknoten, und H hat es ein 1. Und wenn es ein 1 hat, haben wir bei der Operation überraschenderweise Lymphknotenmetastasen gefunden. Ein Patient bekommt aufgrund von diesem Resultat dann die Empfehlung, noch eine zusätzliche Chemotherapie zu machen. Aber es ist sehr häufig so, dass diese Patienten wirklich nach 2-3 Wochen bereits im Alltag wieder eingeschleust sind. Eine weitere Entwicklung dieser Technik ist die roboterassistierte Chirurgie. Da sitzt der Chirurge zu einer Konsole, er schaut hier durch diese Optik rein und er sitzt mit seinem Auge quasi im Patienten drin, so hochauflösend und so präzise ist das dreidimensionale Bild. Er bewegt mit den Händen Joysticks, so, die Sie vielleicht kennen von Computerspielen, und die bewegen dann diese Roboterarme. Und die chirurgischen Kollegen müssen eigentlich gar nicht sehr viel tun, als gelegentlich ein Instrument wechseln, und hoffentlich passiert auch gar kein Zwischenfall. Mit diesem Roboter, so sieht der aus, hier hat es eben diese Joysticks, die man bewegen kann, und dann hat es verschiedene Pedale, die man auch brauchen kann, um gewisse Befehle dem Computer zu geben. Und dann wird hier vorne wie eine ganz präzise Hand die Instrumente bewegt. Und hier hoffe ich, dieser Film funktioniert. Hier sehen Sie nun von außen, wie das Ganze funktioniert. Und diese Roboterarme, die bewegen sich, die machen Bewegungen durch diese ganzen kleinen Öffnungen, und Sie sehen nachher, wie es drinnen aussieht. Oder? So von außen bewegt sich das so hin und her. Und das ist eine 80-jährige Patientin, die wir kürzlich operiert haben. Sie ist übrigens in Tele Zürich aufgetreten, vielleicht haben Sie dort gesehen. Da hat sie eben dieser kleine Tumor da oben, den Sie dort im roten Kreis sehen. Und Sie sehen nachher, wie präzise wir von außen diese Instrumente hier bewegen. Sie sehen hier die Lungenarterie, jetzt wird das Gewebe mit Hitze durchtrennt. Das sind diese verschiedenen Äste, die präparieren wir. Und das Geheimnis ist, dass man natürlich absolut blutfrei präpariert, in einer hohen Präzision. Und dann können wir eben mit solchen Instrumenten, die wir gezeigt haben, mit so einem Klammerschneidegerät, solche Arterien ganz genau durchtrennen. Das in Vorbereitung nehmen wir so ein Plastikbändchen, um das nachher hochzuheben. Das ist dann etwas einfacher, wenn wir dann mit diesem Klammerschneidegerät kommen. Das ist integriert auch in diesem Roboter und können uns das schrittweise durcharbeiten. Wir setzen im Moment in etwa der Hälfte der Patienten den Roboter ein, weil dies einfach ermöglicht, noch präziser zu arbeiten. Sie haben vorher von Herrn Franzen ein Bild gesehen, dass man gelegentlich super kleine Knötchen sieht, wie dieses hier. Wenn wir mit einer Schlüssellochtechnik operieren, finden wir so ein Knötchen nicht, und der Radiologe steckt vorher eine kleine Sonde,
mit einem Haken in diesen Knoten rein. Und das erlaubt uns nachher, dieses zu finden bei der Schlüssellochtechnik. Und Sie sehen hier, dieser Draht kommt da von außen rein, geht in diese Öffnung rein. Wir durchtrennen das hier schrittweise, geben es einen Bergebeutel, das kommt raus und der Pathologe untersucht uns und hat in diesem Fall gezeigt, dass dieses kleine Knötchen ein Krebs ist. Jetzt müssen wir natürlich uns die Frage stellen, wenn wir ein kleines Knötchen rausnehmen, das vielleicht weniger als ein Zentimeter groß ist, muss man jetzt wirklich so die ganze Lunge wegnehmen oder einen großen Lungenlappen? Und das ist natürlich nicht so. Da gibt es zwei Möglichkeiten, da müssen wir auch wieder eine Entscheidung fällen. Man kann entweder einen Keil wegnehmen und diesen Tumor, wie wir es gemacht haben, für ganz kleine 5 mm große Läsionen kann das gut sein. Aber in aller Regel gehen wir auf ein Segment. Die Lunge ist eingeteilt in ganz kleine Einheiten und die nennt man Segmente. Und vom Zentrum von dieser Lunge, wie Sie haben beim Bild gesehen mit diesem Baum, vom Zentrum gehen hier die Arterien hinein in dieses Segment, die Arterien, die Venen, das zeigt, das trennt sich so auf, wie Sie dieses Netzwerk der Bronchien gesehen haben, die Gefäße laufen fast parallel dazu und auch die Bronchien hier und das muss der Chirurge wissen, wie man das schrittweise befreit und dann kann man eine onkologisch korrekte, aber kleinere Operation machen. Und wie wir entscheiden, ob wir jetzt einen ganzen Lappen wegnehmen, das ist das englische Wort, oder ein Segment oder eben ein Keil, das hängt von der Größe ab. Und Sie sehen hier das 5-Jahres-Überleben bei einem 3 cm oder kleiner als 3 cm Tumor beeinflusst direkt dieses 5-Jahres-Überleben. Das heißt, größere Tumore nie nur ein Keil, Segment auch weniger gut als Lappen und all diese Information fließt ein in unseren Entscheidungsbaum. Man denkt immer noch, dass Chirurgie sehr gefährlich ist. Und als ich Assistent war und in der Chirurgie tätig war, sind wahrscheinlich etwa 8-10% der Patienten nach einer Operation gestorben. Das hat sich dramatisch geändert. Aufgrund von verschiedenen Faktoren, die sich verbessert haben. Und beispielsweise bei uns hat bei dieser minimalinvasiven Lappenentfernung beim Krebs ist bei den mehr als 400 letzten Patienten niemand gestorben. Aber auch andere haben ähnliche Zahlen, zum Teil bei großen Fallzahlen. Und die chirurgische Sterblichkeit, das Risiko, dass man stirbt, so wie wir die Patienten wählen und operieren, ist wirklich praktisch vernachlässigbar klein. Wenn wir ganz kleine Tumore operieren, wie hier in dieser Statistik, gibt es auch unglaublich gute 5 oder 10 Jahres Überleben. Das verändert sich natürlich, das sind die besten Daten, die wir haben. Kleine Tumore ohne Befall von Lymphknoten. Je nachdem, wie ausgedehnt es ist, sind diese Kurven natürlich dann unterschiedlich. Ich komme jetzt zu etwas ganz anderem. Das sind nämlich die Stadien, die lokal fortgeschritten sind. Man nennt das das Stadium 3. Das wird alles sehr viel komplizierter. Und hier spielen alle Disziplinen eng miteinander zusammen. Und hier müssen wir wirklich sehr viele Faktoren beeinflussen. Weil viele werden gar nicht operiert, werden anders behandelt. Andere werden operiert in Kombination mit Vorbehandlung, Chirurgie, Radiotherapie, Chemotherapie. Und diesen ganzen Überblick müssen wir haben und in unserem Tumorboard auch einflussen lassen. Auf was schauen wir? Wir schauen auf den Lymphknotenbefall, ich zeige Ihnen ein Beispiel. Wir zeigen auf das Tumorstadium. Wichtig ist auch, nicht jeder Patient ist dasselbe, das wissen wir natürlich auch. Da müssen wir auch wissen, was haben wir in einem entsprechenden Spital zu bieten. Ich zeige Ihnen hier Lymphknoten, befallene Lymphknoten neben der Luftröhre, quasi hier in der Mitte vom Brustkasten.
das kann unter Umständen nur ein einzelner Lymphknoten ganz klein befallen sein. Oder es kann die ganze Kette bis nach oben befallen sein. Es ist ja klar, wenn nur ein kleiner Lymphknoten befallen ist oder sehr viele, sehr ausgedehnt, ist die Prognose anders. Das muss man anders behandeln. Gleichzeitig hat der Patient aber auch einen unterschiedlich großen Tumor. Einer, der gut im Lungenlappen ist, ein riesiger Tumor, der in der Mitte sogar zerfällt, der Probleme macht. Oder hier wächst er in die Luftröhre ein und ein Teil im Herzen. Gibt vollkommen unterschiedliche Kombinationen und da müssen wir den Patienten anschauen. Einen jungen Patienten behandeln wir unterschiedlich aktiv als eine fragile ältere Dame und dann gibt es Risikofaktoren wie Übergewicht, Herzprobleme etc. Und dann müssen wir auch wissen, was haben wir zu bieten, was hat die Radioonkologie, die Onkologie zu bieten, der Chirurge, damit es auch sicher ist, wir müssen eine Risikoprofitbilanz machen. Ich zeige Ihnen jetzt zwei ganz außergewöhnliche Beispiele, wo Patienten zu uns gekommen sind, die wir behandelt haben. Das war eine 48-jährige Frau, die 2008 zu uns gekommen ist, mit einerseits einer Metastase im Hirn, das ist eine Darstellung vom Hirn, einer Metastase, so hat man sie entdeckt, und dann gleichzeitig im linken Oberlappen ein Krebs mit einen Befall der Lymphknoten und etwas auf der rechten Seite. Ich kann sagen, an vielen Orten auf der Welt hätte man gesagt, wir machen nur so ein bisschen Schonung und wir gehen das nicht aktiv an. Die Patientin hat gewünscht, ein aktives Vorgehen und wir haben gesucht, wie können wir am besten aktiv vorgehen, ohne dass wir Schaden setzen und trotzdem eine gute Chance haben. Und der Hirntumor wurde operiert. Die Patientin hatte anschließend eine Chemotherapie. Und dann haben wir sowohl links wie rechts das Ganze operiert. Die Details verschone ich Sie damit. Und die Patientin war anschließend tumorfrei und hat mit einer sehr guten Lebensqualität gelebt, ist da regelmäßig in die Kontrolle gekommen von 2008 bis 2012. 2012, nach 4 Jahren, plötzlich ein neuer Knoten. Wir haben nicht gewusst, ist das jetzt eine Metastase oder ein dritter Tumor, sie hat ja eine gewisse Risikoprädisposition. Und dieses lokale Tumorrezidiv oder allenfalls ein Dritttumor haben wir wieder entfernt operativ. Wir waren nicht zufrieden mit den Resektionsrändern und es wurde noch lokal radiotherapiert. 9 Jahre seit Beginn hat die Patientin keine Anzeichen eines Rezidivs. Diese Fälle gibt es eben auch, trotz lokal fortgeschrittener Ausgangssituation, dass wir jemanden so weit gebracht haben und diese Patienten sehen wir regelmäßig. Ich komme jetzt noch zum Schluss. Nämlich Patienten, die Tumore haben, die in ein Organ einwachsen. Das kann zum Beispiel einwachsen in die Luftröhre sein, einwachsen in die Wirbelsäule, Speiseröhre, ins Herz. Und ich zeige Ihnen ein Beispiel von einer ganz eindrücklichen Situation. Eine 58-jährige Frau, die hatte Atemnot. Und es wundert einen nicht, weil hier die linke Seite war komplett mit nicht mehr richtig funktionsfähig und man sieht, hier wächst irgendetwas ins Herz hinein. Hier sehen Sie so einen Zapfen, der hier ins Herz hineinwächst. Noch eindrücklicher in diesem PET, der Tumor hat über die Lungenvene, ist es in den Vorhof des linken Herzens eingewachsen. Und dieser Tumorzapfen ist mitten im Herz drin. Man hat ihr gesagt, da kann man nichts mehr machen, sie werden in den nächsten Monaten sterben. Und wir haben dann mit ihr Folgendes geplant. Wir haben geplant, dass wir das an der Herz-Lungen-Maschine entfernen. Und das Präparat sieht so aus, man muss die ganze Lunge wegnehmen. Und das hier ist ein Teil vom Herzvorhof.
Und Sie sehen, dieser Tumorzapfen, der in dieses Herz hineingeragt hat. Sie hatte einen problemlosen Verlauf, aber ein Jahr später, wir waren alle ganz enttäuscht, eine Metastase im Kleinhirn. Das wundert einem nicht, wenn ein Tumorzapfen im Herz ständig im Strom flattert, dass ins Hirn Metastasen weggehen. Diese Metastase wurde bestrahlt von hier, von der Radiotherapie. Und zu unserer Freude ist seither, und ich habe sie letztes Jahr gesehen, kein Tumor mehr aufgetreten. Und darum in Extremsituationen müssen wir extreme Entscheide treffen und dies ist durchaus möglich. Und ich zeige Ihnen hier eine Zusammenstellung von der Überlebenskurve nach 5 Monaten von Patienten, die eben diese fortgeschrittenen Tumore hatten und gleichzeitig auf die Chemotherapie sehr gut angesprochen haben. Die haben ein hervorragendes 5-Jahres-Überleben von über 80%. Aber auch diejenigen, die nicht angesprochen haben, gibt es einige, die doch geheilt werden können mit diesen Kombinationsbehandlungen. Ich komme noch zum Schluss auf dieses Tier zu sprechen. In der Schweiz haben wir ein föderalistisch organisiertes Gesundheitssystem und überall wird alles gemacht. Es ist aber von großer Bedeutung, dass wir Zentren haben, wo man große Fallzahlen hat, damit jede Disziplin ihr Können maximal einsetzen kann. Und diese Kurve wurde im berühmtesten Journal, im New England Journal of Medicine, vor einigen Jahren publiziert. Und zwar ist hier wieder das 5-Jahres-Überleben, die Zeitachse. Und die unterschiedlichen Kurven zeigen nichts anderes als Spitäler, die Patienten, die wenig Patienten sehen, nämlich die unterste Kurve, das sind die unterste Kurve sind Spitäler, die wenig Patienten haben. Und hier, das sind Patienten, die über 100 oder gegen 100 Patienten versorgen, dass diese Langzeitprognose für diese Patienten einfach günstiger ist, weil man ein spezialisiertes Wissen hier anwenden kann. Ich komme zur Zusammenfassung. Die chirurgische Behandlung des Lungenkrebs ist ein zentrales Element, zusammen mit den anderen Disziplinen und soll individuell zugeschnitten werden auf den einzelnen Patienten. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.